Ich zeige euch heute konkret, wie Fleisch und Milch unsere Gesundheit nachhaltig schadet und Krebs auslöst. Ich habe die Studien, auf die sich mein Video berufen, unten verlinkt. Diesmal sind das alles freie Studien. Das bedeutet, ihr könnt das alles nachlesen, was ich gelesen habe. Und das macht die ganze Sache nachvollziehbarer. Und das finde ich sehr wichtig. Es ist nicht immer möglich, aber in diesem Fall ist es möglich. Es geht heute um die N-Glykolylneuraminsäure. Das ist eine Sialinsäure, die nur in Tieren vorkommt. Aber wenn wir diese Säure essen, in unserem Körper aufnehmen, der normalerweise nicht in unserem Körper, die normalerweise nicht in unserem Körper vorhanden ist, dann passiert Folgendes. Wir exprimieren diese N-Glykolylneuraminsäure. Was bedeutet das? Das bedeutet, die DNA wird gelesen, daraufhin wird RNA produziert und ein Protein gebildet. Und nachdem wir das getan haben, passiert Folgendes. Das, was daraus entstanden ist, das Protein, wird in unsere Zellmembran eingelagert. Das, was eigentlich gar nicht in unserem Körper vorkommt, wird aufgrund des Verzehrs von Milchprodukten, von Fleischprodukten, wird in unseren Körper dann eingelagert, was wir exprimiert haben. Und da passiert natürlich Folgendes. Der Körper, der wehrt sich. Was ich jetzt sage, ist ganz einfach ausgedrückt. Ihr könnt das fachlich, spezifisch, genau in den beiden Studien nachlesen, die ich euch unten zur Verfügung gestellt habe. Ich habe euch auch noch ein Buch verlinkt, was auch sich mit dem Thema beschäftigt, wo das auch erwähnt wird und dargestellt wird. Und da könnt ihr das alles sehr gut nachvollziehen. Also, der Körper wehrt sich. Und wenn sich der Körper wehrt, hat das einen Grund. Und der Grund in dem Fall ist ganz eindeutig, das gehört nicht zu meinem Körper. Was wir da exprimiert haben aus dieser DNA, dessen, was wir verzehrt haben, was nicht meiner Meinung nach artgerecht ist und aus diesen Studien das eigentlich auch hervortritt und auch eine gute Argumentationsgrundlage ist, wenn man mit jemanden diskutiert, der sagt, ja Fleisch, das gehört halt zu uns, das ist normal. Aber wie kann denn etwas normal sein, was in uns, wenn wir es aufgenommen haben und wir es exprimiert haben und daraus sich Proteine bilden, als feindlich wahrgenommen werden, als nicht zum Körper gehörend? Denn das passiert, es wird eingelagert in die Zellmembran, der Körper wehrt sich, weil es eben kein eigener Bestandteil ist. Es wird sozusagen abgestoßen oder Abstoßungsreaktion, zumindest es wird es nicht vollkommen angenommen. Es ist natürlich selber gebildet worden, dadurch ist es nicht ganz so klar, wie wenn man ein fremdes Organ einsetzt, dass es dann abgestoßen wird. Aber es kommt eben zu diesen Abwehrmechanismen und eine davon ist, dass Antikörper gebildet werden. Es werden Antikörper gegen dieses selber gebildete, aber ausgehend von der DNA, von Fleisch und von Milch, gegen diese N-Glykolylneuraminsäure. Und da passiert dann, was immer passiert, wenn Antikörper gebildet werden und wenn sozusagen der Körper in irgendeiner Form Gewebe abstößt, es kommt zu Entzündungen. Es kommt zu Entzündungen. Und was Entzündungen auslösen, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das finde. Ansonsten verlinke ich euch das oben. Schaut bei mir einfach auf den Kanal. Ich habe verschiedene Themen und eins davon ist Wissen. Und da könnt ihr alle diese Wissensvideos, alles das, was ich recherchiert habe in den letzten 4 Jahren, das aktuelle Wissen auch nachlesen. Und Entzündung ist der große Punkt, der große Auslöser für fast alle Krankheiten, inklusive Krebs. Und was passiert nun? Die Entzündung ist ausgelöst durch die Antikörperproduktion aufgrund des Nicht-Anerkennens als eigenes Gewebe dessen, was wir exprimiert haben, ausgehend von dem Konsum von Milch und Fleisch. Und was wird daraus? Es wird chronisches. Kann zu einer chronischen Entzündung werden. Und genau das passiert dann auch, wenn man immer wieder Fleisch zu sich nimmt, das immer wieder aufs Neue exprimiert. Und Milchprodukte ist genauso, also die Vegetarier, die haben dasselbe Problem, dass dann eben dieses N-Glykolylneuraminsäure. Es gibt auch eine Abkürzung, die nennt sich Neu-5-GC, wenn ihr das mal in der Literatur lest. Die chronische Entzündung kommt und dann ist genau das. Und das ist in den Studien eben dann auch nachzulesen, beziehungsweise in der einen Studie.
dass es dann eben zur Bildung, zur Förderung von Karzinomen kommt und ja, damit eben Krebs entsteht. Das ist ein ganz einfacher Zusammenhang, auch vollkommen nachvollziehbar und in den zwei Studien sehr deutlich dargelegt. Und das möchte ich euch einfach heute kurz und knackig mal als Information mitgeben, dass wenn ihr euch Gedanken macht und wenn ihr mit anderen Menschen über das Thema redet, die vielleicht sich noch nicht so gut informiert haben, dann bringt diese N-Glykolylneuraminsäure ins Spiel und erklärt diesen ganz einfachen Prozess. Also wir nehmen das auf, obwohl das kein Bestandteil unseres Körpers ist, aber dadurch, dass wir es aufnehmen, wird es in unserem Körper exprimiert. Das heißt, ausgehend von der DNA wird halt RNA gebildet, dadurch Moleküle, die werden in die Zellmembran eingelagert. Der Körper erkennt das nicht als eigenes Gewebe an, wird abgestoßen, bildet Antikörper, es entstehen Entzündungen. Diese werden, wenn ihr immer weiter Fleisch und Milch konsumiert, werden chronisch und dadurch entsteht Krebs. Ganz einfacher Zusammenhang. Und das ist nur ein Punkt. Und da gibt es so, so viele Punkte, warum wir, wenn wir tierisch uns ernähren, warum es dazu Krankheiten kommt. Ich habe da schon etliche Videos dazu gemacht und manchmal hilft es aber genau, etwas Konkretes auch benennen zu können und nicht in einer Diskussion zu sagen, ja, tierische Ernährung führt zu Krebs. Ja, wie denn genau? Und dann könnt ihr das genau erklären und dann können die Leute auch recherchieren. Und das ist das Schöne, dass man dann halt wirklich, es gibt genug Menschen, die offen sind, die bereit sind, Informationen anzunehmen, aber nicht, wenn man ihnen sagt, irgendwelche Plattitüden ja, vor die Tür schmeißt. Das ist auch nachvollziehbar für mich. Wenn ich in meinem Kasten drin bin, jeder ist immer irgendwo in seinem Kasten, in seiner Komfortzone und dann kommt jemand und sagt irgendwas ganz anderes und haut einen vom Latz, tierische Ernährung ist ungesund. Ja, warum denn? Was denn genau? Und da könnt ihr sagen, okay, Thema N-Glykolylneuraminsäure, das ist das. Und da gibt es natürlich noch, wie gesagt, viele andere, alles auf meinem Kanal auch anzuschauen. Und ich hoffe, ich habe das einfach euch präsentieren können und das auch, dass ihr das einsam, ja, vegan macht manchmal einsam. Nein, dass ihr das auch ja, einfach auch merken könnt und dann entsprechend bei irgendeiner Gelegenheit dann auch ja, zum Besten geben könnt und den Menschen helfen könnt, sich damit darüber zu informieren. Wenn ihr das gut fandet, das Video, freue ich mich wie immer über Daumen, Kommentar und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Euer Christian.